Hallo liebe Stadionfreunde und herzlich willkommen zu MSTV. Heute sind wir in Magdeburg beim Osterby. Der erste FC Magdeburg empfängt Hansa Rostock. Ich wünsche euch viel Spaß beim Laufen. Guten Morgen, heute ist Sonntag, Tag wieder fürs Derby. Ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg zum Hauptbahnhof. Bis gleich. Und gleich geht's weiter nach Magdeburg. Da bin ich. Guten Morgen. Na? Ja, wir sind in Magdeburg angekommen. Micha ist bei mir und ja, er bringt mich jetzt direkt zum Stadion. Also, seid gespannt. Einen Moment. So. Danke. Dankeschön. Hallo. Hi. Kontrolle ist vorbei. Pyro ist gut versteckt. Pyro ist definitiv versteckt. Wir sind sicher drinne. Jetzt kann es losgehen. So. Jetzt sind wir erstmal beim VIP-Zelt und wir haben beide Hunger. Mal schauen, was uns heute erwartet. Schönen guten Appetit und ja, Dankeschön nochmal auf jeden Fall für Micha, dass er mir das ermöglicht hat, heute überhaupt hier zu sein. Sehr gerne. Wenn wir nachher zur Halbzeit kommen, können wir schon im Vorfeld uns im Endeffekt diese Karten ausfüllen, damit wir exklusiv nicht mehr anstehen müssen, sondern in die Halbzeitpause gehen und schon unsere Getränke auf dem Tisch stehen haben. Einmal ein Bier. Einmal ein Bier. Jawohl. Micha, was gibt's denn da so Schönes? Stadiontreff. Den wichtigsten. Oh, den kennt man noch, oder? Denke ich. Und jetzt kann's doch losgehen, oder? Ich würde sagen, oder? Viel Spaß. Und da sind wir zum vierten Mal in der MDCC Arena. So sieht übrigens unsere Aussicht auf das heutige Spiel aus. Micha, was hast du für Plätze heute besorgt? Ja, Wahnsinn, ich bin selber überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, bevor ich es nochmal vergesse, Micha, ja. Wo kann man dich auf YouTube finden und auf Twitch? Ja, auf YouTube findet ihr mich unter MD61. Da gibt es die Videos zu den wöchentlichen Vorspielen zum Spieltag vom 1. FC Magdeburg. Und ansonsten, wer live im Stream mit dabei sein will, weil die Spieltage streame ich live jeden Donnerstag 20.15 Uhr. Auf Twitch vor und das auch auf MW61. So, ihr habt es gehört, also folgt diesem Mann. Jetzt gibt es noch eine interessante Information. Thorsten Rode, der Stadionsprecher, der seit 25 Jahren das hier macht, wird heute offiziell verabschiedet. Im letzten Video hatten wir ihn ja kennengelernt. Einfach Wahnsinn, Alter, was hier schon alleine vor dem Spiel los ist, wenn die Männer sich warm machen und einfach mal von der komischen Einheit zerren. Das ist Wahnsinn. Kann ich bestätigen. Willkommen im MDCC, Alter. Willkommen Magdeburg! Yeah! Danke für 25 geile Jahre. Danke, dass ich das erleben durfte. Danke, dass wir heute hier gewinnen. Magdeburg! Wir singen hier blau-weiß FCM.
geht gleich. Möge der Beste gewinnen. Viel Spaß bei dem Block. Geld auch, wenn das kommt. Wo nicht viel von außerhalb des Stadions, außerhalb des Strafraums geht, sondern wir gehen mit 1-0 in Führung und Ito kommt nachher rein und macht definitiv noch über ein schönes Dribbling im 16er und 2-0. Erinnert dich an meine Worte. Oh!
So, die erste Halbzeit ist vorbei. Magdeburg führt 1-0. Und ja, 1-0 ist ein sehr gefährliches Ergebnis. Und Hansa Rostock hat langsam wieder angefangen, sich zu zeigen, Lebenszeichen von sich zu geben. Mal sehen, ich bin sehr gespannt auf die zweite Hälfte. Und ja, jetzt trinken wir hier erstmal unser Getränk. Zu Hause noch ein T-Shirt. Bis gleich. Auf die zweite. Ganz gehen, würde ich sagen, ne? Genau. Langsam die Kontrolle über das Spiel gewinnt. Aber die Fans haben auf jeden Fall heute gewonnen. Thank you.
Ja, das war's dann wohl. Hansa Rostock Sieg 2:1. Ja. Magdeburg spielt und Rostock nutzt einfach seine Chancen. Zweimal auf Vollschuss. Zweimal in der zweiten Halbzeit auf Vollschuss. Da war doch was mit Ito, oder? Ja, ja klar. Ey, in der 89. Minute, in der 90. Minute sogar. Ja, das Osterby ist zu Ende. Hansa Rostock hat 2:1 gewonnen. Ob es verdient war, ich weiß es nicht. Aber sie waren auf jeden Fall sehr viel effizienter. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch den Kanal. Schreibt einen Kommentar drunter. Und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Micha, deine letzten Worte. Ja, es kann nur besser werden, sag ich mal. Ja. Also nächstes Spiel, 3 Punkte, 2 Wochen. Länderspielpause jetzt zum Vorbereiten. Und dann sehen wir in 2 Wochen den Sieg. Gegen, ich habe keine Ahnung wen, er ist auch völlig Wumpe. Hauptsache die 3 Punkte im nächsten Spiel. Danke, dass ich schon dabei sein durfte. Ja, sehr gerne. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Wen haben wir denn da? Salam.